und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von eurer Gameplayerin. Ja, ihr seht schon im Hintergrund, es ist Catwill, der da am Rumtanzen ist. Und damit machen wir jetzt auch genau weiter mit unserer Bande. Basti, komm mal mit. Oh, ich habe noch was gesehen. Hier ist immer gut und wichtig, wenn man mal guckt. Alter Lunke, wagt es nicht, diesen Fuß an meinem Knöchel anzubringen. Das ist Cartwells bisher längster Anfall. Vielleicht kann ich... Es reicht. Zeit für eine Abreibung. Bizarre Visionen und zerteilte Körper. Ich hasse Nekromantie. Fünf Kralle. Cartwell vertraut euch. Sprecht ihr mit ihm. Ja, machen wir. Aber wir schnappen uns erstmal eben die Sachen, die wir hier noch finden, neue Bücher, die wir erlernen können und Sachen aus den Truhen und so weiter. Dann können wir direkt mit ihm reden. Wer ist da? Gebt laut! Ich will diesen Tunichtguten eine wertvolle Lektion erteilen. Und ja, ich habe vor, dass ihr auch wehtut. Catwill, ich bin es. Was ist hier los? Ah, wunderbar. Ich könnte eine edle Knappin in der kommenden Schlacht brauchen. Eine Schlacht der Köpfe? Auf jeden Fall hat Sumok Foam alle zerstückelten Teile des Verräterkörpers gesammelt. Ich darf nicht zulassen, dass der Nekromant ihn, mich, wieder zusammensetzt. Catwill, was seht ihr? Wo ist Sumok Foam? Ich bin mir nicht ganz sicher. Es ist auf jeden Fall eine finstere, bedrohliche Kaverne. Genau die Art von Ort, an der Nekromanten sich gern herumtreiben. Oh, aber hallo, aufhören! Entschuldigt, edle Knappin, aber ich muss mir mal eben selbst gegen den Kopf treten. Catwill, wartet! Ich ziehe aus, um diese garstigen Bösewichte aufzuhalten. Tarn, könnt ihr feststellen, wohin Catwill verschwunden ist? Da sagt er nichts, war ja klar. Von all den törichten, unklugen und gänzlich idiotischen Dingen, die Catwell je getan hat, mag dies das Schlimmste sein. Er hält sich für einen Helden, aber er gibt Sumok Foam genau das, was er braucht. Was meint ihr damit? Warum braucht Sumok Foam Catwell? Ich bin kein Fachmann in Nekromantie, aber es ist offenkundig, dass unser Catwell das letzte Teil ist, das Sumok Foam noch braucht, um den Verräter wieder instand zu setzen. Er hat alle Teile von Catwells zerstückeltem Körper. Und nun hat ihm Catwell auch noch die letzte Komponente geliefert. Seine Essenz. Catwells Essenz? Ihr meint seine Seele? Hat ein Seelenberaubter noch eine Restseele? Ich habe keine Ahnung, wie die Geisteslehren aus dem Reich des Vergessens sich derlei Dinge erklären. Doch in dem Catwell, den wir kennen, muss noch irgendein Körnchen des ursprünglichen Catwells stecken. Es liegt sehr nahe, dass der Nekromant dieses Körnchen ebenfalls braucht. Wie helfen wir Catwill? Wir wissen nicht einmal, wo er hin ist. Es ist mir gelungen, Catwills Portal per Hellsicht auszuspähen, ehe es sich verflüchtigte. Es ist mit einer uralten Krypta in der Narbe verbunden, unweit von Stiche. Macht euch umgehend dorthin auf, der Rest von uns wird seine Vorbereitungen treffen und sich euch schnellstmöglich anschließen. Ich finde Sumok Foams Unterschlupf in der Narbe und treffe euch dort. So, Stiche ist ja wieder ein gutes Stückchen weit weg. Genau, da unten war das. Dann werde ich mich jetzt da hinmachen, hinaufmachen und wir sehen uns gleich wieder. So, es sieht leider ganz so aus, als ob das unten ist. Tiefer, ja. Ich hasse es hier runter zu... Kann ich da unten? Da hinten runter? Ich bin mir gerade nicht sicher. Moment. Also wir sind jetzt gerade in Stiche. Das nur zur Info. Ah. Moment, hier kann ich auf jeden Fall runter. Und da geht's noch weiter.
habe ja doch gerade irgendwo noch ein Buch gesehen. Bin ich doof? Leuchtet das nur so blau? Anscheinend ja. Hm. Na gut, dann gehen wir halt hier die Treppen runter, damit wir nicht direkt kaputt gehen. Und schon sagen sie, dass wir höher gehen sollen. Na toll, aber es ist auf jeden Fall hier vorne. Also da kommt man vom Wegschrein aus recht einfach hin. Ihr habt euch Zeit gelassen. Reden wir. Das Reisen hat mir früher nie so viel ausgemacht. Ach ja. Da ihr nun hier seid, können wir mit der Untersuchung der Krypta beginnen. Wo sind Samarak und Präfekt Carlo? Ich dachte, sie würden uns hier treffen. Der Adept und der Präfekt haben sich freiwillig gemeldet, um den Weg auszuspähen. Sie sind nicht zurückgekehrt. Das heißt, es liegt jetzt bei uns. Wir müssen Sumok Fom davon abhalten, Katwell, den Verräter, wiederzubeleben. Ihr glaubt, Samarak und Carlo ist etwas zugestoßen? Etwas hat sie an der Rückkehr gehindert. Ich kann nur vermuten, dass die Nekromanten oder ihre Untoten sie erwischt haben. Wo man sie aufgehalten hat, müssen wir durchhalten. Ansonsten kommen Sumok Fom und die Drachen der Erfüllung ihrer Pläne einen Schritt näher. Wir dürfen Samarak und Carlo nicht aufgeben. Seid keine Narren. Unser oberstes Ziel ist es, Sumok Fom aufzuhalten und ihn daran zu hindern, den Drachen zu helfen. Im Anschluss können wir uns um alles andere sorgen. Wenn wir denn überleben, natürlich. In Ordnung. Na dann mal los. Ach, ihr merkt schon, meiner Stimme geht's immer noch nicht besser. Das tut mir auch sehr leid, aber bevor ich jetzt noch die ganze Woche hier flach lege, habe ich mir gedacht, ich nehme noch den Rest auf. Was ist euch zugestoßen? Ah. Oh je, der sieht aber nicht gut aus. Kamerad, Sie haben sie mir entrissen. Ich glaube, das habe ich sowas von vermasselt, alte Freundin. Catwell, erzählt mir, was geschehen ist. Ich öffnete ein Portal. Damit sollte der elendige Sumok Fom sein Ende finden. Doch er übertrumpfte mich. Der Nekromant stahl meine Essenz und verteilte sie auf verschiedene Ritualstätten in seinem ganzen Versteck. Jetzt bin ich schwach und mein alter Körper wird wiederhergestellt. Was ist mit Samarak und Präfekt Carlo? Habt ihr sie gesehen? Die große Katze und den Kaiserlichen? Sie kamen kurz nach mir an, aber ihnen erging es nicht besser. Ich bin mir nicht sicher, was Sumok Fom ihnen angetan hat. Ich habe nur hier gestanden und versucht, meine Kraft zurückzugewinnen, um es nochmal zu versuchen. Vielleicht können wir eure gestohlene Energie zurückgewinnen. Auf jeden Fall müssen wir Sumok Fom aufhalten. Mich wieder aufladen? Eine grandiose Idee. Und ich stimme zu. Wir dürfen nicht zulassen, dass der Verräter sich den Drachen anschließt. Das erinnert mich daran wie... Nein, ich kann nicht klar denken. Zu schwach. Ich stehe euch bei, solange ich kann. Ich würde mich aber natürlich lieber mal hinlegen. Leg dich hin, Kettel. Solange du nicht die Augen dabei zumachst, ist alles gut. Ich werde so mal funktionieren. Natürlich musste er, sobald ich durch die Tür gegangen bin, wieder anfangen zu reden. Ihr habt uns dem Tod überlassen, Carlo. Unser Blut klebt an euren Händen. Nein! Ich werde... Die leuchtende Wolke. Sie hält das Ritual zusammen. Wie erfrischend. Finden wir den Rest von mir und setzen wir alles richtig zusammen. Marma, wie geht's dir? Diese Soldaten standen unter meinem Kommando. Sie starben, als sie meine Befehle befolgten. Danke, dass ihr mich von dieser Qual erlöst habt. Was war der Zweck dieses Rituals? Abgesehen davon, mich zu quälen... Ich glaube, es war Teil eines größeren Rituals, das Sumok Fom durchführte. Sie haben mein Leid eingesetzt und es mit Kartwells Energie verschmolzen. Ich weiß nicht. Es fühlte sich an, als ob sich etwas von mir nähren und dadurch stärker würde. Wisst ihr, wohin Samarak gebracht wurde?
Fums Anhänger fielen über uns her, kaum dass wir die Krypten betreten hatten. Wir hatten nie eine Chance. Sie schleiften uns in unterschiedliche Richtungen davon und begannen sofort ihr Ritual. Ich gehe davon aus, dass Samarak tiefer in das Versteck verschleppt wurde. Ruh dich aus. Ich kümmere mich drum. So. Ich bin mir auf die Nerven hier. Ihr wart nie stark genug, Samarak. Ich starb. Ein Gebet an die Monde wird euch nicht retten, Karte. Und nicht, Freundchen. Samarak scheint. Willkommen zurück, kleine Energie. Ich habe dich vermisst. Samarak enttäuscht immer jene, die am meisten auf ihn vertrauen. Kommt zu euch, Samarak. Wir müssen Zumok Fum finden und sein Ritual aufhalten. Vorsicht, Wanderin. Ihr kennt nicht die Last, die Samarak trägt. Die Schuld, die Samarak jedes Mal empfindet, wenn er sich an jene erinnert, die er enttäuscht hat. Ihr werdet also Zumok Fum gewinnen lassen? Werdet ihr wieder scheitern? Wie könnt ihr es wagen? Nein, nein, ihr habt recht, Samarak zu schelten. Dieser hat die Nekromanten seine Schuld wie eine Waffe gegen ihn einsetzen lassen. Nie wieder. Der Geruch von Tod und Verwesung ist durch diese Tür stärker. Haltet Zumok Fum auf. Samarak wird zu euch aufschließen. Da. Gucken wir mal eben. Haben wir hier noch irgendwas Schönes drin? Ich meine, meistens sind es ja wirklich leider Dietrich oder irgendwelcher Kram, wie jetzt hier gerade, was man nicht braucht. Aber wie man sieht, oft sind da auch Entwürfe oder ähnliches drin. Ihr seid ein seniler alter Narr-Halbbruder. Wie konntet ihr so unvorsichtig sein? Drachen sind euer Fehler. Zahn. Beseitigt diese verdammte Wolke. Zahn hat Schuldgefühle. Oh, das hat aber gesessen. Wusstet ihr, dass ich einmal ein Hochkanzler war? Nein? Wartet, das ist Abnurstext. Zumok Fum ist stärker als gedacht. Oder vielleicht haben meine Kräfte stärker abgenommen, als mir klar war. Jedenfalls kommt ihr gerade rechtzeitig. Wenn ich dem Gefasel meiner Halbschwester noch einen Augenblick länger hätte zuhören müssen, hätte ich mir den eigenen Arm abgebissen. Wie seid ihr zum Teil des Rituals geworden? Glaubt mir, ich hatte das nie vor, als ich das Portal öffnete. Fum hat eine Art Absaugezauber benutzt. Dieser lenkte meinen Zauber um und fing mich in dieser Energiewolke ein. Sie nutzen Cadwells Essenz, um ihr Ritual anzutreiben. Eigentlich recht einfallsreich. War das wirklich der Geist von Euraxiatan? Ich habe wirklich keine Ahnung. Vielleicht war es ein Echo, das aus meinen tiefsten, missmutigsten Erinnerungen stammt. Vielleicht auch nicht. Während ich meine Kraft zurückgewinne, geht ihr durch die südliche Tür. Ich spüre einen Gipfelpunkt der magischen Energien herannahen. Zumok Fum muss dem Abschluss des Rituals sehr nah sein. Okay, Tan, ruht euch ruhig alle aus. Wir machen das Ganze alleine. Nein, das klang jetzt vielleicht irgendwie böse, es war aber wirklich nicht böse gemeint. Aber was tut man nicht alles als Held, ne? Man ist ja ständig alleine, obwohl, ja gut, Catwill ist noch dabei und Basti ist natürlich immer an meiner Seite. Allerdings nur so lange, bis wir nach Hochinsel kommen, weil dann kann ich endlich die Quest mit Funke machen. Die werde ich da dann als erstes machen, damit ich sie dann als Begleiterin habe. Diese hatte nicht viel Zeit. Weil, man kann es nicht anders sagen, Funke ist die absolut geilste Begleiterin. Die beste, die man sich wünschen kann. Nala, du sollte nicht hier sein. Diese sollte durch die Sande jenseits der Sterne streifen und bereit für den nächsten Sprung sein, anstatt durch dieses stinkende Grabmal zu streifen. Warum seid ihr hier, Nala, du? Zumok Fum hat Nala, du zurückgeholt.
Er wollte sie bei seinem elenden Ritual einsetzen, aber tot oder nicht, Nalado ist noch immer eine Soldatin. Seine Anhänger hatten nie eine Chance. Diese spürte etwas. Sie entschied sich, hier noch ein bisschen länger zu warten. Das Ritual hat Catwills Energie genutzt. Was ist geschehen? Nalado dachte schon, dass die Energiewolke sie an den seltsamen Ritter erinnert, der sich mit Kochgeschirr schmückt. Diese denkt, dass sie einen Teil der Energie in sich aufgenommen hat, als sie den Nekromanten tötete und diesen Teil des Rituals störte. Könnt ihr die Energie an Catwill zurückgeben, Naladu? Sie zurückgeben? Vielleicht. Aber das wird diese Geisterform sicher zerfetzen. Sei's drum. Nalado gehört nicht mehr in dieses Reich. Richtet Königin Camira und Garish Ri aus, dass Nalado ihnen Lebwohl sagt. Nun macht euch bereit, seltsamer Ritter. Dies hier gehört euch. Ruhet in Frieden, Nalado. Ja, ich sehe was? Nee, doch, da hinten kann man doch was mitnehmen. Und hier kann man, glaube ich, auch noch was mitnehmen. Ich weiß, wir haben es eilig, aber, ne? Ich komme halt nicht mehr hier in dieses Grabmal rein. Das war doch der Teil mit dem Grabmal. Und ich weiß halt nicht, ich meine, es ist immer nur so eine gewisse prozentuale Chance, die man hat, um was Gutes zu kriegen. Ich habe mal wieder 20.000 Dietriche bekommen, die ich nicht brauche. Aber, naja. Ist halt so. Aber es kann ja auch immer mal was Gutes dabei sein. Ihr meint wirklich, mich aufhalten zu können? Wenn ihr auf diese umherstolpernde Leiche habt, eine Chance. Nur damit ihr es wisst. Ernsthaft. Ich kann es keine zwei von euch geben. Sehen wir auf das. Je stärker der Verräter wird, desto schwächer werdet ihr. Ist das euer Ernst, wenn der schon down ist, dass er dann noch seine ganz komischen Leute da holt? Als ob ich dahin schwinde. Oh, was für eine sagenhafte Show. Um den Ork wollte ich mich nach Abschluss meiner Wiederbelebung natürlich persönlich kümmern. Da ich wieder heil bin, gilt es für mich, ein Schicksal zu erfüllen. Also dann! Ich habe immer gehört, dass Eigenschau schwierig ist. Aber mich selbst zu treffen. Niemand stellt gerne fest, dass er ein Fettgegröße war. Versucht es mir nicht vorzuwerfen. Er und ich, wir sind zwei Seiten einer verbogenen Medaille. Catwill, was stimmt mit euch nicht? Ich glaube nicht, dass die Welt mehr als einen Catwill gleichzeitig ertragen kann. Meine Essenz, ich spüre, wie sie verrinnt. Seltsam. Mit dem Ende kommt auch Klarheit. Ihr werdet versuchen, ihn für mich aufzuhalten. Oder nicht? Ihn aufhalten? Was für Pläne hat der Verräter? Zu Ende bringen, was ich vor sehr, sehr langer Zeit begann. Ich erinnere mich, wie wir die Drachen aufgehalten haben. Kunsari und ich. Wir überlisteten Karl Grontid, indem wir seinen Ehrgeiz gegen ihn wendeten. Wir überzeugten ihn, einen Teil seiner Macht in Jodes Kern zu legen. Wie hat das die Drachen aufgehalten? Karl Grontid befahl seinen Brüdern, es ihm nachzutun. Sobald sie geschwächt waren, konnten wir sie in den Kolosshallen einsperren. Dann habe ich Kunsari getötet. So verdiente ich mir diesen Namen. Ich wollte die Macht stehlen,
aber Anakinas Adepten? Catwull, bleib bei mir. Ich bin immer noch hier. Chimera, sie sieht genau wie Anakina aus. So schön. Anakina hat einen Schlüssel für einen besonderen Ort. Dort lernte ich, die Portale zu benutzen. Zum Glück enthauptete und zerschnitt man mich, bevor ich Jodes Kern erreichte. Catwill, könnt ihr mich hören? Ihr werdet mich, ihn, wohl wieder in Stücke hauen müssen. Sagt Chimera, sie hat den Schlüssel und passt auf den kleinen Erd auf. Ist ein gutes Schlachthaus. Catwill! Vor allen Dingen Ära, ein Schlachtross, dieses kleine Hühnchen. Anakina war eine Mondpriesterin. Könnte das der Schlüssel zum Drachenhorn sein? Der gleiche Gedanke kam mir auch, Königin Chimera. Wartet, hier kommen Taren und die anderen. Fünfkralle, sprecht mit mir. Ich freue mich, euch und die anderen zu sehen, Fünfkralle. Und ich möchte erfahren, was geschehen ist. Halt! Wo ist Catwill? Catwill ist dahingeschwunden. Wir haben Sumok Fohm aufgehalten, aber nicht, bevor er den Verräter wiederbeleben konnte. Harr! Das ist kein gutes Zeichen. Der Verräter von Kunzari war ein großer Held, der zu einem schrecklichen Bösewicht wurde. Es brauchte sämtliche verbleibenden Champions und die Mondpriester von Anakina, um ihn aufzuhalten. Doch wie hilft die Rückkehr des Verräters den Drachen? Catwill begann sich zu erinnern. Er meinte, der Verräter suchte einen besonderen Ort, um Jodes Kern zu finden. Ein besonderer Ort? Das gibt uns nicht viele Anhaltspunkte, Fünfkralle. Hat Catwill noch etwas darüber erzählt, bevor er verschwand? Er sprach über Anakina und die Gefangennahme der Drachen. Er sagte, dass ihr den Schlüssel dazu habt. Die uralten Legenden. Ich habe sie studiert. Sie erwähnen Jodes Kern, eine Art Schatzkammer. Kunzari überlistete die Dämonen, indem er ihre Macht dort einlagerte. Aber jetzt wissen wir, dass die Dämonen Drachen waren. Eine Metapher, ja? Was den Schlüssel angeht. Wisst ihr, wovon Catwill gesprochen hat? Wir treffen uns alle im Studierzimmer. Ich habe euch etwas zu zeigen. Ja, normalerweise würde ich ja mit da reingehen. Aber damit es ein bisschen spannend bleibt, um noch nicht herauszufinden, worum es jetzt genau geht, würde ich sagen, machen wir hier mal einen kleinen Cut und sehen dann die Auflösung in der nächsten Folge. Ich weiß, ich bin gemein. Bis zur nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.